totale Verwirrung in der letzten Folge. Mir wurde vorgeworfen, ich hätte so eine schlechte Orientierung. Und warum? Zu Recht. Ich hätte jetzt ganz gerne, jetzt bin ich hier im ersten Stock, oder? Ja. Die letzte kodierte Seite noch, dann fühle ich mich erst vollständig. Und, ach so, schau mal. Da Elevators to Executive Suite, das klingt irgendwie voll wichtig. Da ist auf jeden Fall eine Selbstschussanlage um die Ecke. Weißt du, wem die gleich gehört? Mir. Und wir müssen auch noch unser Eve hochpushen. Heißt es überhaupt Eve? Eve. Habe ich doch gesagt, Eve. Ja, ja. Habe ich nicht bestritten. Ich bin verwirrt. Ah! Aber du offensichtlich auch. Den wollten wir, den Spanner. Der ist ja gar nichts, oder? Wow. Schöner Glitzer. Warum werden solche Nachtclubs nicht mehr gebaut? Da muss ich wohl hier rein, oder? Das war jetzt hier noch die Treppe. Aber die Tür geht da überhaupt nicht auf, oder? Geh mal rein. Tatsache. Das ist überhaupt keine Tür. Das ist nur so Grafik. Naja, aber es ist hier schon, ich meine, wenn ein Schild drüber ist, Aufzug zur Executive Suite, dann geht es da bestimmt auch hin. Wir kommen hier garantiert noch storymäßig auch nochmal rein. Hoffentlich spawnen bis dahin die Gegner nicht nach. Aber wo ist dann der vierte Zettel? Da war ich auch noch nicht drin. Nee. Oh, jetzt wird's. Einen habe ich noch. Hat aber schnell die Pfeile eingesammelt. Okay, da oben. Da muss ich auch. Hast hin, du beide Pfeile wieder eingesammelt? Ja. Sehr gut. Also hier in dem Raum habe ich auch noch nicht so ganz die Übersicht, ehrlich gesagt. Oh. Ah, shit. Jetzt haben wir, glaube ich, einen Fall verloren. Korrekt, ja. Scheiße. Weil ich auch immer so schnell unterwegs bin. So schnell schießt er. So schnell schießen die Preußen. Jetzt wollen wir mal in Ruhe ein bisschen umgucken. Jetzt habe ich gar keinen Pfeil mehr. Irgendwie ist der jetzt doch kaputt gegangen. So, Dancing Downstairs, da komme ich jetzt nämlich auch noch nicht rein. Okay, aber warum? Und oben ist noch dieser Aufzug. Ich kann mir jetzt nochmal umschauen, da ist sonst kein Gegner mehr, oder? Guck. Hier ist zu. Ist denn da irgendwann mal? Da ist Wasser und da blinkt eine ganze Menge. Manta Ray Lounge. Da gibt es auch keinen Weg irgendwie rein. Hier ist nämlich nochmal eine Tür und die ist genauso zu. Okay, und was ist da? Da links geht es doch irgendwie rum. Da ist nur die Treppe, die nach oben geht und oben ist dieser Aufzug. Kannst du mal ganz kurz irgendwie versuchen, dich oben an die Haken ranzuhängen, die im Zimmer verteilt sind? Hier gibt's Haken. Ach, guck mal, siehst du? Da ist ein Schacht. Ah. Ah, dann könnte das. Könnte da natürlich das Dings da sein, ne? Auf jeden Fall ist da noch ein Gegner. Zettel. Schlicht da noch unten rum. The Lost Code, so komme ich nämlich da rein. Einer. Sehr schön. Ausgeraubt, bevor er zu Boden fällt. What's this all about? Cohen spent 2 months as his disciple, trying to get a line on his trafficking ring. Awful man. Why not just kill Comstock and be done with it? Comstock had to know why. He had to know that he deserved it. And did he? Did he deserve it? I suppose we all do. One way or another. Da spricht sie jetzt aber von dem Comstock aus dem Burial at Sea DLC, oder? Glaube ja. Hau uns mal Eve rein. Danke. Müssen wir halt mal schauen, dass wir nichts. Und schon sind wir fast wieder. Das habe ich schon.
Lockpick 0. Hm. Ja, komm. Raus mit der Kohle. Aber den Zettel hätte ich schon gern. Wahrscheinlich ist der hier gar nicht. Sardinen essen. Da ist jetzt echt nichts mehr, oder was? Ist ja lahm. Ach, guck mal, genau. Zwei Lockpicks, um hier eine von den beiden Türen aufzukriegen. Aber eine Kino-Vorführung. Ha. Ist kaputt, oder wie? Ja. Also ich wette, das Ding haben wir übersehen irgendwo. Die vierte Aufzeichnung. Oh, weißt du, was jetzt passieren wird, wenn wir da rausgehen? Steht bestimmt einer hinter uns. Ja. Behind you. Ha. Boah. Fies, oder? Boah, jetzt hat mich... Wenn man schon damit rechnet, ich bin jetzt trotzdem voll erschrocken. Hau dir mal eine rüber. Ich pack das echt alles nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn. Aber immerhin kannst du den Fall wieder mitnehmen. So empfindlich geworden. Mach doch mal hier noch an ein paar Stellen die Umschaufunktion an und schau, ob irgendwo noch was rumliegt. Weil damit wird das ja auch hervorgehoben, wenn du dich nicht bewegst. Nee. Nee. Aber bis jetzt war es doch immer nie schwer zu finden. Das war immer in so Hinterzimmern und immer bei so einem Telegrafengerät. Mhm. Da liegt noch was, oder? Stuhl? Ah, nee, ist bloß so ein Vorrat. Also ich gehe jetzt noch einmal oben rum. Das okay. Muss jetzt leider sein. Ja, ja, mach ruhig. Ich hab Zeit. Und der Tank ist voll. So. Also hier ist dieser Aufzug zu dieser Suite. Kannst du hier nochmal die Sicht aktivieren, stehen bleibst. Ist irgendwo, guck mal hoch, ob irgendwas zu aktivieren ist. Nee. Da ist die Selbstschussanlage und eine blaue Kiste. Was ist denn da nochmal für ein Steve müsste hier in der Ecke sein. Probier mal. Aktivier mal hier nochmal bitte. Schau dich nochmal um. Da. Wo? Hinter dir, hinter der Pflanze. Ah ja. Nee. Da ist also noch ein Raum dahinter irgendwo. Aber da komme ich so nicht hin. Es gibt doch keine Lüftungsschächte. Aha. Da drüben war aber noch ein Lüftungsschächt und zwar jetzt, Moment. Wo? Jetzt nach rechts. Ein Stückchen, geradeaus. Ah, da, hier. Der. Ist das der da oben ist? Ah ja, okay, das ist der. Okay, genau. Vergiss es. Ha. Gut, also hier oben war nichts mehr. Strange. Ah, war ich hier schon? Nee, oder? Doch, hier waren wir schon. Aber haben wir hier, warte mal, guck mal nochmal, mach mal hier nochmal die Sicht an. Nur eine Selbstschussanlage. Genau, die haben wir schon übernommen. Und hier kommen wir dann wieder in diesem kleinen Raum raus, genau, auf der Ecke. Very strange, very strange, very strange. What is it and where is it? Naja, nun, wir gehen ja immer noch davon aus, dass wir hier eh nochmal reingeschickt werden. Ja, ich ehrlich gesagt nicht. Also ich würde mich echt wundern, wenn sie dieses ganze Ding hier bauen. Nur für ein bisschen Hintergrundinfo, wenn überhaupt. Mich ärgert, dass das in dem Hub-Raum, dass da ständig die Splicer spawnen. Ja, das ist ein bisschen doof. Das ist so Gameplay auf Teufel komm raus. Hier waren wir da auch waren wir schon.
Müssen wir bloß ein bisschen aufpassen, wenn wir rübergehen, nicht, dass wir erwischt werden. Wo gehen wir? Achso, genau, wir gehen wieder ins Restaurant. Restaurant. Und wie kommen wir da am besten hin? Am besten hier oben über die Gangway. Hier? Genau. Genau. Auf der rechten Seite bleiben. Okay. Da kommt einer. Hol noch einen rüber. Ach so, stimmt. Oh, schau mal, der ist ja so ein Gefriertyp. Ja. Da ist das Restaurant, ich renne jetzt einfach. Tja, ich weiß es nicht. Ja. Wahrscheinlich haben wir uns einfach irgendwie doof angestellt. Scheiße, wir sind tausendmal vorbeigelaufen. Jetzt weiß ich aber trotzdem nicht, wie ich das hier auslösen soll. Ich meine, Eve ist voll, fertig in Frost habe ich, die zwei Sachen habe ich eingebaut. Hau mal. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da einfach das raufhauen. Oder schieß mal drauf auf das mit dem Peterchen Frost. Ah. There, everything's fixed. We're ready. Let's fire it up and see. What did I tell you? Naja, gut, dann haben wir den jetzt halt nicht gefunden. Herrgott. Trotzdem ärgerlich. Ja. Ich wette, wir sind bestimmt garantiert dran vorbeigerannt. Ja, ein paar Mal schon. Yeah, Columbia. Look. You're on the First Lady. Ach, an dem Luftschiff. It can't be this easy. The First Lady Mark II was built around a particle lift system, just like all the buildings in the city. I read all about it in the Columbian Scientific. The particle seated at the top of the structure. Must be up that lift. Hallo, darf ich immer durch? Nee, hier musst du in den Lift. Seems like a lot of technology just to float an airship. Comstock never heard of hydrogen. The First Lady Mark I did run on hydrogen, and it was destroyed by a single bullet from a Vox sniper. Unfortunately, the Prophet wasn't on board at the time. Ach stimmt, die Vox gab's ja auch noch. Ja, mit dieser einen Anführerin. Ja, das war auch leider ein etwas unterbenutztes Element, das ganze Ding. Diese ganze Revolution in der Stadt. If I take the active particle, then the First Lady is just a 40-ton paperweight. Best to take the spare. Here we go. Now let's head back through that tear. You honestly expect Atlas to honor his side of the deal? No, but we'll cross that bridge when we come to it. Wie? Oh, was ist jetzt hier schon mit dem? He'll make a mistake. I just have to be ready to take advantage of it when it happens. All for a girl you barely know. How well did you know me when you came to Columbia? Nothing but trouble that way. Best to head straight back to Rapture. Oh, das ist aber lahm, oder? Ja, aber hallo. Da gehe ich jetzt nicht rein, das ist voll gefährlich. Nee, nee. Pretty lady not finished yet. What? Open oh, the tear. Also doch. Power for device, very expensive. Need for that? Just tell me what you want. So John wants something simple. Lock of hair. Oh, you're not serious. Not your hair, stupid. Fink has a secret lab. Mothballed, forgotten. In there, hair sample. In jar. Cannot miss it. You get for Sutra. Then, everybody friends. Where is his lab? Closed off, past Fink's quarters. You smart lady, you find. Should have seen that one coming. Also doch. Gut. Haben wir dem Spiel Unrecht getan. Kommen wir doch noch mal nach Columbia. Und da ist gleich wieder Krieg. Vox Populi. We must have arrived right in the middle of the siege. That means the other you and I are probably inside the factory.
on our way up to the First Lady. And what happens if we run into ourselves? We won't. How do you know that? Because we didn't. Da ist ein neues Vigor in diesem Fall. Ach Gott, das hätte man aber auch schnell übersehen können. Oh, cool. Praktisch. Ob der wohl auf Betäubungspfeile baut? Waffenfangen ist momentan echt voll angesagt, oder? Ja. Titanfall doch auch. Das wussten wir gar nicht, ne? Dass wir auf der First Lady Mark II sind. Im ersten Teil. Stimmt, ja. Hallo? Aber nicht, dass es hier weitergeht. Sondern? Wieso gibt es da so einen langen Gang, wenn ich da nicht weiterkomme? Ja, von da kommen ja dann mehr oder weniger die anderen. Wo muss ich denn sonst lang? Mach doch mal deinen Pfeil an. Hier lang. Wahrscheinlich da hochklettern irgendwie, wo der Wind herkommt. Finde Finks Labor. Ja. Nachher. Gut, ist auch eigentlich so voll das klassische Gameplay-Element, oder? So ja. Eine Markierung hinzubasteln. I've taken your counsel. Oh. You've done me good service, but I will not hurt the boy. I will see Fink and Comstock burn, but I will not hold the son to account for the deeds of his father. You've misunderstood us. We neither asked you to harm the child. Nor did we promise that yours would be the hand that would set Comstock's world afire. A famous man once said. And a famous man shall say. I may reach the mountaintop. But I fear I shall never visit the valley below. But you mean I won't live to see the... No. It's up to you what matters more. Your part in the play. Or the play itself. Someone is coming. She'll arrive, a girl. She must leave, a woman. And what makes the difference between a girl and a woman? Blood. Your part in the play. Or the play itself. Turn her into a killer? How? Give the girl no choice. And she will be forced to make one. Die haben von ihr den Auftrag bekommen, nach Rapture zu gehen und Booker zu töten, oder was? Wir? Das haben die Lutesses ihr doch gerade gesagt, ein Mädchen wird kommen. Nee, das ist doch die Stelle, wo die erschossen wird von, oder umgebracht wird von Elizabeth. Ach stimmt, die wird ja von Elizabeth umgebracht. Genau, weil sie keine andere Wahl hat, weil sie doch irgendjemand bedroht. Aber dann wusste sie das vorher schon. Ja. Das ist ja fies. Ich bin echt zu blöd für die Story, gib's ehrlich zu. Nee, du warst auch schon richtig. Zu blöd, nach links. Hier lang zu gehen. Ah, oder nach unten. Ja, hübsch. Was wir hier in Columbia erleben, sehen wir alle in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.